gerade eigentlich nur, dass wir hier irgendwo ein Auto finden. Okay, wir müssen hier scheinbar links. Wir fahren immerhin schon auf Rest, also jetzt auf jeden Fall kein Turbo anmachen. Das war, glaube ich, ein ziemlich gravierender Fehler. Ich hoffe nur, wir sind hier richtig. Und dass es mal ein bisschen heller wird. Es wird so langsam echt düster. Die Stadt hier habe ich aber schon mal in irgendeinem Video gesehen. Moment, was? Finito. Gucken wir mal rein, ob da irgendwas drin ist. Natürlich nicht. Ja, das hat es jetzt natürlich vollgebracht. Wir können hier hoch. Mann, ist das denn menschenleer. Die Musik gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht, ey. Die macht mich immer kirre. Okay, da ist nichts. Ich guck gerade nur so grob halt nach, ob ich irgendwie was aus der Ferne... Hm, wir sind oben. Gehen wir doch mal in die Ruinen rein. Mal gucken, was das ist. Oder besser gesagt, mal gucken, ob wir da drin ein Auto finden. Benzin würde natürlich auch schon reichen. Ich habe einen Tschech-Backpack, oder? Ach, falsche Taste. Tschech, ja. Ist da was drin? Nein. Da haben wir ein Heatpack und Flares. Da haben wir, hören wir wieder den Heli. Ich werde jetzt nicht gucken, wo der landet. Obwohl... Scheiße. Treffen wir so niemals, also weg hier. Warum habe ich so das Gefühl, dass die mich verfolgen? Beziehungsweise, dass die mich suchen. Sieht nicht aus, als wenn hier irgendwie was drin wäre. Sieht ziemlich kaputt aus. Da kommen wir scheinbar auch nicht drauf. Vierten Stück. Och Mann, ich bräuchte nur ein Auto, egal was kaputt ist. Ich könnte Benzin abzapfen. Das wäre doch zumindest schon mal ein Anfang. Kann ich in einen der anderen Türme rein? Nein. Gibt es wenigstens einen Hinterausgang, dass ich nicht wieder nach vorne rennen muss? Nein. Naja, immerhin werden wir nicht so schnell verdursten. Na gut, schlafen werden wir nicht. Durch das ganze Koffein, aber... Na. Immerhin, der Heli ist, glaube ich, weg. Ich höre ihn zumindest nicht mehr. Jetzt nur die Frage, wo gehen wir lang? Links oder rechts? Links. Hier oben waren wir noch nicht großartig, oder? Doch klar, von hier kamen wir. Aber da ist eine Kirche. Alter, hier ist ja gar nichts. Wracks ohne Ende, aber das war's dann auch, ey. Mon. Das ist ja in normalen DayZ nicht so. Da ist es ein bisschen bevölkerter als... Ja, bevölkerter. Toter. Ja, ich auch falsch. Ach, egal. Da haben wir was. Das sieht aus wie... Makarov. Es ist eine Makarov. Okay, das kann ich nicht... Batterie. Mitnehmen. Man nimmt, was man kriegen kann. Na, das ist doch jetzt mal was. Zack,
Hä, das zählt als Pistol. Cool. Aber dann kann ich die M. Ja, jetzt ist die Frage. Ach, wir behalten jetzt die hier. Semi. Ich weiß nicht mehr, wie ich das umstelle. Na egal. Ach, falsche Waffe. Mit F. Semi. Gut, 20 Schuss. 20 gegen 24 in der 1911. Aber hiermit muss ich wenigstens nicht so oft nachladen. Ist ja auch mal ganz gut. Und ich habe eine rote Ping. Also ein rotes Häkchen. Kein Land in Sicht, ey. So ein Dreck. Meter? Oder was stand da? Habe jetzt nicht drauf geachtet. Hier kann man auch nirgends rein. Och, so eine Scheiße. Wo haben wir das Feuerwehrauto gefunden? An der da war doch die Tankstelle. Da waren so viele Gegner. Jetzt die Frage, was machen wir? In welche Richtung laufen wir? Norden. Okay. Na, immerhin weiß ich das. Ich habe da vorhin auch schon mal ein Auto im Wald gefunden. Den schönen gelben Ford. Schlag mich tot. Vielleicht haben wir das Glück. Andererseits, da ist die Tanke. Meinem Nase in Dreck. So. Ich hätte ganz gerne die Antibiotika in den Rucksack. Die Jerrycan dahin. Vielleicht sollte ich mal was essen und trinken. Erstens habe ich dann gleich wieder ein bisschen mehr Platz. Und zweitens habe ich vergessen. So, jetzt auf jeden Fall nicht so cool, wenn wir sterben würden. Wir haben jetzt immerhin schon mal ein bisschen was. Ist nicht die Welt, aber es ist ein Anfang. Obwohl es sich bislang wirklich nicht von Desert unterscheidet, vom normalen. Dadurch, weil ich halt wirklich nur gerade ein bisschen rumpimmel. Teile suchen. So, also, ja. Okay, ich habe doch Binoculars. Wo haben wir die Tanke? Da ist die Tanke. Obwohl, die brauche ich nicht auf diese Distanz. Wenn ich irgendwie in die vordere Tanksäule komme. Quatschen wir da doch mal einfach mal rüber. Oder versuchen zumindest. Hier ist auch kein anderes Fahrzeug in der Nähe. Nein, du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht, also siehst du mich nicht. Oh oh. Ich erwarte eigentlich nur noch dieses Kreischen der Zombies, dass sie mir hinterher rennen. Okay, aktuell sieht es aber noch gut aus. Wobei, die beiden könnte ich eigentlich sogar ausschalten. Noch nicht, ob ich dafür nicht schon zu viel zitter. War vielleicht doch nicht so klug, aber scheiße. Oh fuck. Okay, jetzt riskieren wir was. Go. Obwohl. Okay, nein, das machen wir jetzt nicht. Wie lange brauche ich zum Auftanken, ist die Frage. Ach, ich brauche dafür doch ein... Oh, scheiße, ich muss da nicht an den Tank sollen. Geniestreich. Das ist nur ein Straßenschild, da ist auch nichts. Okay, ich blute. Das war's wohl. Wir haben keine Bandages mehr.
Das war's mit der Muni. Jetzt haben wir da einen für Shotgun. Würde ich mir eigentlich ganz gern selbst setzen. Oh, dann bückt er sich natürlich. Haben wir noch Bandages? Ja, wir haben noch. Gut. Also jetzt irgendwo hinretten. Bleib unter die Brücke. Schaffen wir wahrscheinlich eh nicht. Ich hätte doch die 1911 behalten sollen. Ihr kriegt mich nicht. Ich bandagiere mich mal eben schnell. Ich weiß, auf offenem Feld besonders klug, aber macht halt sowieso nicht. Also von daher. Okay. Los, fresst mich. Ja. Aller Anfang ist schwer, oder wie sagt man so schön? Ja, wir werden gefressen. Ruhe in Frieden. Naja, ich würde sagen, einen Versuch machen wir jetzt noch. Ist für euch jetzt natürlich nicht so besonders spannend, aber na, was soll's, ne? So, zack. Gut, dann machen wir hier wieder einen kleinen Cut, will er wieder synchronisieren und bla. Bis gleich. So, und weiter geht's. Wieder einen neuen Charakter auswählen. Ist jetzt ja schon gewohnt. Bug. Nein. Nein, 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 nein. Okay, Sokolowski mit Bord. Wir spawnen jetzt einfach mal in Seven. Seven, 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 was auch immer. Das, ich meine, ich kenne die Stadt sogar. Habe ich zumindest schon mal irgendwas von gehört. Wahrscheinlich verwechsel ich nur da mal wieder irgendwas. Sorry dafür, dass es ein bisschen Auto, ein bisschen öde bislang ist, aber ja, kennt er selbst, wenn er nur, ja, wenn er nur das Spiel anfängt oder so, ist es einfach ein bisschen, es ist gewöhnungsbedürftig. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber die ersten 1, 2, 3 Monate, zumindest in meinem Falle, sind immer ein bisschen holprig. Der ist hin, oder? Obwohl, mit Platten kann ich auch wohl fahren. Ja. Könnte ich. Was? Das ist ein Zombie. Ja, das ist ein Zombie. Okay. Da sehe ich irgendwas Blaues. Da ist auch ein Auto. Das könnte sogar fahrbar sein. Was ist denn Tschernova? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich so eine Art Tschernogorsk. Heißt es Tschernogorsk? Tscherno. Tscherno-Elektro. Elektro-Sawotsk und Tschernogorsk. Das kann sein. Okay, bitte sag. Ja, ist. Nicht fahrbar. Gut. Der Truck sieht fahrbar aus. Das sage ich jetzt einfach bei jedem Auto. Irgendwann finde ich einen. Immer den komischen Zombie sind wir los. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Atz. Atz, genau. Ob er Atze in der Hand hatte oder nicht. Oder im Kopf. Ich meine natürlich die Oxt. Das ist auch nicht fahrbar. Super. Und der Bus, der ist fahrbar. Okay, das war zu früh. Zack, ab nach Rüben. Was? So, jetzt geht's wieder. Gut. Da ist ein Hochsitz. Der könnte ja theoretisch ein Sniper sein. Oder ist auch ein Zombie, wenn ich das richtig sehe. Ein Fahrzeug wäre mir gerade eigentlich echt lieber als irgendeine Waffe. Der ist auch nicht fahrbar. Da ist eine Heuschrecke. Gott, heute habe ich es aber auch. Eine Dingens hier, eine. Wie heißen die Dinger nochmal?
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Meisterschütze in Person. Handheb. Okay, wir laufen Richtung Stadt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da oben nichts drin ist. Dö. Wahrscheinlich ist da voll das coole Gear drin. Sieht man so natürlich auch nicht. Sah von hier aus auf jeden Fall leer aus. Dem Glauben muss ich jetzt einfach behalten und gegen den Baum laufen. Wir haben noch einen Schuss. Einen einzigen. In der Makarov. Und wir können sie noch werfen. Davon bräuchten wir aber 8 Stück. Aber da ist eine Feuerwehr. Wenn wir da direkt aufs Dach klettern, wären wir erstmal ein bisschen safe. Aber man kommt ja vom Dach aus nicht nach drinnen. Man kommt nur vom drinnen aufs Dach. Durch den Bock. Aber ich denke mal, den kennen alle. Den muss ich nicht nochmal groß erklären. Aber ich denke mal, den werde ich gleich mal eben ausnutzen. Sieht zumindest aus wie eine Feuerwehr. Ich werde jetzt einmal kurz durchwaschen. Ja, ist eine Feuerwehr. Oh. Die sind ja bei Treppen nicht besonders schnell. Nimm, 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 schnell. Oh ja, Mini-Uzi. Da nehme ich doch lieber die Uzi mit Magazin. 30 Schuss. Da haben wir auch was. Das ist Pepsi. So, jetzt gehen wir wieder einen nach unten und nutzen diesen schönen Bug. Obwohl, wir können ja mal eben oben gucken, da spawnt zwar eigentlich nie was, aber gucken kann man ja mal. Dann gucken wir mal, ob das Auto da vorne fährt. Ne, da ist nichts. Wir können ja hier hinten runter. Ich habe ja zumindest von der Leiter gesehen gehabt. Ah, hier auch. Gehen wir doch lieber aufs Vordach erstmal. Ich weiß gar nicht, glitschen die immer noch so durch die Wände? Haha, du bist da drin und ich nicht. Ich würde nur sehr gerne runter, aber ungern runter, aber das war verblüffend einfach. Oh, das war doch mal wieder klar. Ach, das Ding hat keine Räder. Immerhin hat es Licht. Super. Und drinnen ist auch nichts. Jetzt sag nicht, wir sind schon wieder dort. Kann ich meinen Kopf da auch irgendwie wieder reinstecken? Okay, jetzt muss ich ganz schnell hier weg. So. Gut, das hat immerhin geklappt. Da hinten ist der Strand. Ha! Der hat auch keine Räder. Das ist ein Bus. Sag mal, das kenne ich doch. Gibt es die Map auch im normalen DayZ? Obwohl, ich meine, ich habe sogar einmal ganz kurz Origins angespielt und dann. Was? Was? Jetzt hat er einen Lichtschalter ausgemacht, oder wie? Super. Sehr realistisch. Es ist hell. Wlupp. Dunkel. Ja, hier war ich schon mal. Das kenne ich noch. Cool. Gut, dann war es doch nicht komplett blind. Hatte ich voll nicht mehr auf dem Schirm. Ich erinnere mich an das Haus hier. Und ich meine, ich bin da sogar lebend rein und rausgekommen. Ich weiß noch nicht mehr, wo da. Ist das ein Eingang? Da komme ich da sicher rein.
So, drin sind wir. Wo ging's nach oben? Super, da ist nichts. Hier ist das Treppenhaus. Gut. Da ist was. Das ist eine Makarov, ne? Ja. Was haben wir als Pistol? Ach, wir haben hier eine Makarov. Nehmen wir doch noch ein Magazin mit. Gut. Jetzt gehen wir einfach mal Raum für Raum ab. Wahrscheinlich werde ich einen vergessen oder in ein, zwei, dreimal reingehen, aber na, wir haben Zeit. Wird jetzt gerade sowieso Nacht. Ich habe irgendwie immer das Glück, auf den Nachtserver zur Zeit zu kommen. Na, eine Nacht dauert ja nur 10 Stunden oder 8 oder so. Ich weiß nicht, wie die Zeit hier vergeht. Habe ich nicht drauf geachtet. Hab ja auch keine Uhr in Game. Da ist nichts. Da ist Balkon leer. Och nee. Das finde ich hier wahrscheinlich auch wieder nirgendwo. Auch nur das kleinste Fitzel. Fitzel? Das sind Flares, oder? Chamla, auch gut. Die nehme ich jetzt sogar mal mit. Und zwar genau